Schätzt du das eigentlich noch, dass dein ganzes Leben an so einem schönen Ort ist, können sie? Ja, gell, wenn ich nicht wäre, wäre das nicht so da, weißt du? Und Therese ist jetzt schon an dem schönen Ort. Und der Mann, wie heißt denn der Mann? Hans-Jürg. Ja, das geht jetzt am Ende noch, sonst hätte ich heute nehmen. Das ist verrückt, ich habe Gangkrach. Wo wir zu Hause sind, wir waren 12, also Buben, Zigeriswil, wo wir zu Hause sind. Das hat nichts anderes gegeben, als der Hausen, Welto, Fredo, Götto, Liebo und Welto. Etwas anderes hat es nicht gegeben. Aber die Qualität bringen sie heute nicht mehr her. Die bringen es gar nicht mehr her, weißt du? Heute, die da nehmen, die Kinder, die müssen sich, wenn die das erste Schuljahr, das erste Mal den Namen müssen schreiben, müssen die sich ja schämen wie der Keim. Weißt du, kannst ja nicht einmal mehr, ob der Kevin oder wie der Teufel, wie die alle heissen. Da. Und heute ist es so, das gibt es nicht mehr, das geht dir. Ich will mit euch von einem Schulhaus ins andere. Das gibt dir kein Auto mehr, es gibt dir kein Werner mehr, es gibt kein Haus mehr, kein Frito, kein Götti. Das gibt es nicht mehr, gar nicht mehr, ganz mehr. Das gibt es nicht mehr. Geht's gar nicht mehr. Ist denn früher alles besser gewesen? Ja, viel besser. Ja, viel besser. Noch der Käse. Holt doch ab! Therese, nimm noch Fetzen. Oh, und heute fragen jemand, was hat er heute in der Schule? Sind also beim, ja, heute haben wir MMSK, SSS, V immer gehabt. Nicht mal, und ich habe keine Ahnung und gar nichts mehr von dem Zeug. Ja, also hier ist es so, hier, ja. Kämpf oder Vogelhund oder Amstutz sind am meisten. Und da hat jeder oberen Namen. Hat jeder, wenn du das nicht weißt, du kannst nicht sagen, könntest du den Vogelhund von Sigriswil, der mit mir Dienst, oder könntest du den Kämpf von Sigriswil? Das war mit mir einmal das Romanshorn oder irgend. Das ist für gar nichts. Wenn du den oberen Namen nicht weißt, dann weißt du gar nicht, wer es ist, oder?